warst für 4 Tage in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana und hast dort einen Freund von dir besucht. Willst du uns davon was erzählen? Ja, gerne. Das ist der erste beste Freund, den du jemals hattest. Du warst in Boston in der ersten Klasse. Genau. Und ihr wart beste Freunde für wie lange und wieso wart ihr beste Freunde? Wir waren halt einfach in derselben Klasse in Boston. Weil eure Väter beide dort für ein paar Jahre gearbeitet haben. Genau, sein Vater ist, glaube ich, Landschaftsarchitekt. Mhm. Und mein Vater halt eben Psychiater. Unsere Familien haben sich super miteinander verstanden und dann haben wir uns danach ein paar Mal besucht. Ich war, glaube ich, insgesamt 3-mal in Slowenien. Er war 1-mal in Deutschland und sein Cousin, den habe ich dann auch noch kennengelernt, ist mittlerweile einer der erfolgreichsten Regisseure in Slowenien. Ach krass. Und mit dem habe ich dann auch der mal... Der soll mal ein YouTube-Video mit uns machen. Mit dem habe ich auch mal einen ganzen Tag verbracht. Es war auch super spannend. Leider gab es ja einen wirklich tragischen Grund, warum du hingeflogen bist. Und zwar hat dein bester Freund aus der ersten Klasse, der ist Mitte 30 und er hat richtig, richtig schlimm und stark Krebs. Ja, sein Vater hatte Krebs. Der Krebs wurde erkannt und rausgeschnitten und dann hatte er auch keine Probleme mehr. Und ihm wurde geraten, dass seine Söhne auch zur Untersuchung gehen sollen. Und mein Freund, Domen heißt er, ist zur Untersuchung gegangen, hat eine Enddarmspiegelung gemacht und der Arzt hat da reingeschaut und sofort gesehen, ein riesengroßer Krebs. Also es gab eigentlich nicht wirklich einen Anlass, außer einfach man sagt, aufgrund der Familiengeschichte gehe ich jetzt zur Vorsorgeuntersuchung und dann der Worst Case. Genau, dann der Worst Case, also Darmkrebs. Dann wurde ein Teil, ein relativ großer Teil, glaube ich, vom Darm rausgeschnitten über einen längeren Zeitraum. Dann kam raus, der Krebs hat sich noch ausgeweitet auf seine Leber. Dann wurde ein Teil von der Leber rausgeschnitten und jetzt die letzte Nachricht war, dass seine Lungen auch betroffen sind vom Krebs. Es passieren schöne Sachen im Leben und es passieren traurige oder blöde oder ungünstige Sachen im Leben. Und dann gibt es Dinge, die sind einfach quasi komplett jenseits von Gut und Böse. Man ist einfach so wahnsinnig überfordert, dass man, wenn man emotional werden würde bei dem Thema, wüsste man gar nicht, wo anfangen. What's your name and what are you doing? What's my name and what am I doing? I'm kidding. Let's do it again. My name is Domen Gazvoda and I'm an industrial designer. 1, 2, 1, 2. I live in this place called Slovenia. It's in the shape of a chicken. And I like to just scribble stuff and, I don't know, test weird stuff, you know? These are just free time projects with my brothers. We made a group called Hood Brotherhood, which means awesome brotherhood in Slovene language. Yeah, you have a lot of asses and testicles. But that's what life is about, right? Yeah, hairy asses, hairy testicles. Reproduction and digestion. That's the name of the game, you know. I've been thinking about life and food and fuck around in the hood. Hey friend, are you laughing too? Come join us in the brotherhood. I've been thinking about life and food and fuck around in the hood. Hey friend, are you laughing too? Come join us in the brotherhood. Come on, guys. We're talking serious. Serious stuff here. Ich stelle mir das unglaublich schwer vor, die Begrüßung allein schon. Also wenn man irgendwo hingeht und sich natürlich total freut, trotzdem weißt du ja, da passiert gerade was ganz, ganz Schlimmes. Überwiegt da die Freude? Überwiegt da die Trauer? Ist man einfach nur geschockt? Redet man gar nicht über das Thema Krebs oder redet man da nur drüber? Wie bist du damit umgegangen? Das ist eine gute Frage. Also zum einen, natürlich ich habe ihn ja dann angeschrieben, weil mein Vater gesagt hat, mach das unbedingt. Und war dann sehr froh, dass er sofort gesagt hat, mir geht es total schlecht, aber ich würde mich freuen, dich nochmal zu sehen und so weiter. Dann war es noch ein bisschen schwieriger, weil mein Vater gemeint hat, ich soll eine Doku über ihn drehen und über diese Reise. Ja. Come on, hurry up. Gotta get out of here. Come on. Und ich habe ihm dann geschrieben, ob das okay ist, wenn ich ihn interviewe. Und die Mail kam nicht bei ihm an. Oh Gott, das ist und dann unangenehm. Hat er sich wochenlang nicht gemeldet. Und dann dachte ich,
der will das vielleicht nicht. Ich bin da hingeflogen hatte gar keine Antwort mehr von ihm. Das hast du mir gar nicht erzählt, ja, das ist ja schrecklich. Nein, du Armer, kein Wunder, dass du so fertig aussahst vor der Reise. Domen hat mich gerade kontaktiert. Ich bin echt super gespannt. Ich habe ihn ja seit 15 Jahren oder so nicht mehr gesehen. Also er hat sich gemeldet und hat dann auch, habe ich ihm das alles erzählt und habe gesagt, ich dachte, vielleicht ist es irgendwie inappropriate, wenn ich jetzt dich gleich filme oder sowas. Und wir haben dann auch natürlich, also das hätte ich eh gemacht, aber erstmal halt einen Tag einfach so verbracht. Mhm. Und der hat sich aber total geehrt gefühlt. Hat gesagt, ja klar will ich gefilmt werden, ich bin Künstler, so je mehr Leute mich sehen, desto besser. You can see my professionalism, look how beautiful I am 10 years ago. Look at this pretty boy. I remember we were hanging at the school, there was this war going on in Yugoslavia, like Bosnia and stuff like that, and we were like this peace force and we were planning how to save. Really? Yeah, no wars are gonna happen anymore. I just remember that we were like drawing all the time. Yeah, and drawing, of course. That's also what my mother tells me, like that we were really peaceful, especially compared with our siblings, and we were just always sitting in some corner and drawing like some nerds. Yeah, I actually found, but I don't know if where I have these notebooks. If somebody would look at them, they would say that I was like psychotic or something, because they were like, my favorite color is pink. Next day, my favorite color is pink. The next day, I love whales. And you have pictures of whales. And next day, I love whales. Here is our new Slovene hero. Luka Doncic. He finished too early this year. Everyone wishes they had a 20-year-old who plays like him. And he hasn't even scratched the surface. It's fun to watch genius. This was like a Cevapcici machine making maker, like a flash machine, you know, when you would put meat inside and this part would move in and the Cevapcici would like emerge out from here and they would cook already. Er ist auch so ein Macher wie du, so ein bisschen, oder? Kann man sagen. So ein Tüftler, so ein Macher, vielseitig interessiert. Ja, genau. So Daniel Düsentrieb am Stift. Macher klingt mittlerweile immer so ein bisschen nach FDP, finde ich. Aber er, also so ein Kuschler. Im besten Fall FDP. So ein Bastler und Kuschler, genau. Let's say that the professional work is the thing that you're serious at. But I always like to have like this goofy approach in the beginning. Just like in music, when you start a jam session. Sie haben schon mal zusammengearbeitet. Er hat mal ein Logo für mich entworfen. Thomas mails me, I have this cool hip-hop band, was it? Yeah. Oh, cool, yeah, I want to design for you. I don't know, you said a logo or I don't know, was it a CD cover? And you gave me a brief, like, make a Tinkerbell that's like a man, because we're called the Ghetto Elfen. Yeah. And I'm like, wow, that's so cool. And I took this too literally, I guess. So I designed the Tinkerbell with a Tinker thing going from her pants and evolving into some intricate typography. That's just the example, you know, when if I know you and if I know that I can make something funny, then of course I will do it that way. But if I know that I'm designing for this German company, I'm kidding, then I design like strict, you know, form follows function. Ich finde ja Sex wahnsinnig lustig. Und meine Familie zum Beispiel hasst das, wenn ich Witze über Sex mache. Aber ich finde, es gibt so nichts tiefer, menschlicheres außer Sex und Gewalt. My dad was always a bit nervous because there was a lot of blood and I was listening to death metal at that time and he said, you're gonna burn cats. So he took the poster away from some Satan with guitar and I'm like, I will not burn cats, daddy. And I never burned cats. I'm burning! This is like my mascot for battling the ass cancer. But like Mr. Assy, my doctor got one for her office. And I also got one right here, you know, like just to keep me like on point, like when you're stabbing the cancer with the knife and stuff. Basically, one day I went to the preventive, let's say colonoscopy, because my dad had a similar condition on his intestines, and of course the first time I went they found this giant monster, it was cancer, and from then on, this was like beginning of 2020, I was in this vortex of the healing process and operations.
There's ups and downs. When they took everything away, they took away, like, I don't know, I'm not familiar in meters of the intestines, but they took quite a lot of the intestine away. And then I had to wait and rehabilitate a bit so they could operate also the liver, and they took quite a few of the lobes, or how is the liver parts called? They had to resect that. And yeah, that, and again, the third operation was on the liver because it returned. So yeah, I got some cool cuts on the, I have like this 3-pack. I don't have a 6-pack, but because they cut it in weird ways. The main eye opener is that it's not really that different from other people, because I mean, if you wake up in the morning, then you're alive and you live on, and you go to sleep like everybody else, and you don't give a damn what happens. And I mean, you start looking at stuff a bit different, you know, a complication to somebody and something that like one becomes really nervous about doesn't seem that bad to me, maybe, you know. So I think that the whole life started to be more chill, actually. Yum, yum. Ich habe ihm einfach gesagt, ja, ich will halt, richte dich gar nicht nach mir. Ich will zeig einfach, mir dein Leben. Zeig mir dein Leben. Und er so, ja, hier ist ein Restaurant und die haben nur Pferd. Nur Pferd? Ja. Das ist schon, also das ist ein Commitment. Ich dachte, das ist halt so mal Pferd. Aber es ist so ein bisschen so ein Balkan-Ding auch. Also es ist wie das, so diese ganzen Ziegen, weißt du, so was man hier auch selten sieht. So eine Ziege am Spieß, die einfach so über dem Feuer. Was heißt selten, Thomas? Ich habe das noch nie gesehen. Ich habe das jetzt gerade zum ersten Mal in meinem Kopf gesehen, als du es gesagt hast. Wait, Krušić Mesarija. Best place for horse meat in town. Why are we eating horse meat? Because it's the most healthy meat. Really? Red meat, yeah. So it's good in terms of red meat. Yeah. It's good for you? It's good for your blood. Yeah. Okay. Was ich noch sehr interessant fand, dass es einen Spiegelartikel gab, wo verschiedene Urlaubsziele vor allem in Europa miteinander verglichen wurden und Slowenien mittlerweile als eines der attraktivsten Länder. Ach, was? Gilt. Es ist relativ nah, du kannst da schnell hin, trotzdem natürlich nicht zu krass überlaufen. Slowenien ist wie ein Mix aus Kroatien, Österreich und Italien. Wirklich ein ziemlich genauer Mix von diesen drei Ländern. Und viele können Deutsch, richtig? Ja, also Ljubljana heißt ja auch Laibach zum Beispiel. Stimmt, Laibach ist das ja. Ja. I don't know if you can order horse meat in Germany. Yeah, you get it in kebabs. Oh, yeah. But that's of course, my horse. Also für uns ist ja Pferdessen vielleicht so ein bisschen wie Hundessen. Und ein Schwein ist ja schlauer als ein Pferd. Also ja, warum sollte man jetzt ein Schwein essen und nicht ein Pferd? Das ist ja das Ding. Also wieso sollte man auch einen Border Collie erziehen und kuscheln und schmusen und das andere essen? Also weißt du, und dann irgendwie eine Kuh essen. Also es ist ja alles einfach eine Frage der Gewohnheit und der Kultivierung. Also er hat auch so gesagt, stört es dich? Also so, das also ist bother you? Er redet auch so mega angenehm. You know what he said to me? That I talk like a Russian supervillain. But you know, he talks like Arnold Schwarzenegger. Blood is rushing into your muscles. Ja, ich muss sagen, ich weiß, es gibt Leute, die werden es jetzt richtig scheiße finden. Aber ich weiß nicht, ob ich jemals Pferdefleisch gegessen habe. Dieses Pferdefleisch schmeckt schon sehr, sehr gut. Now I'm gonna film you. Look what he's doing. That's how Germans look when they make fun out of poor people in Slovenia. It's always the thing, you know, people always say, please make a joke about it, and then you do, and then they say, like, you're so fucking mean, you're so cruel. That's the same when they say, draw a picture of me. Yeah. Was ich auch ultra interessant fand, war, dass er gesagt hat, alle Leute fassen mich mit Samthandschuhen an und bitte mach dich lustig über mich. The day yesterday that you arrived, I said, I hope you have some German jokes about cancer. Yeah. Issues. Like, bring it on, man.
I like to make fun of this. Mach dich lustig über meinen Krebs, weil alle sind immer so ganz besorgt und betroffen und so weiter. Das ist auch was ich als Pfleger gemerkt habe, dass so eine Daumenregel ist, Leute immer einfach anders zu behandeln wie die meisten Leute. Das ist einfach erfrischend. Einfach erfrischend, also es ist halt wie eine Saftschorle. Schmeckt halt einfach besser als ein Saft, weil ab und zu noch ein Bläschen platzt. Und es war natürlich auch eine spezielle Situation. Dann musste ich da halt eben Witze über ihn machen und gleichzeitig war es natürlich alles total hart. Actually, yesterday... But I think it was too early in. I always had those thoughts about like, I have a baby and you have cancer and like, which one is bigger and stuff like that. I'm not the best, you know, at generating jokes like on the fly, especially when they are like on tough on heavy topics. But I will tell you this. One of my specialties, or one of the things I like most, is roasting people. You know what a roast is? Thomas Spitzer ist der Mitbewohner von Hazel. Das heißt, er ist zu Hause, während Hazel auf Tour ist und Geld macht. Die erste und einzige WG, wo der Star zusammenwohnt mit dem Stalker. Ja, Hazel ist leider nicht da. Sie hat keine Lust. Hazel hat keine Lust, oder wie man in der Szene sagt, ja, Tané kommt sehr gerne. Just telling all the dark shit that comes to your mind, like, instantaneously. Thomas Schmidts Gesicht sieht aus wie das, was man bekommt, wenn man die Gesichter aller drei Fragezeichen übereinander legt. Und Recherche und Archiv ist, was er braucht, um seinen Pimmel zu finden. I mean, I could like make a roast for your cancer, but I have to think about okay, that. Okay, that's a challenge for it. It will grow inside of me like your cancer. You have to pour the medicine right here, you know. Hey, Domen, your asshole called. It would like to see some good shit again. That's the shit I'm speaking about. Am letzten Tag hatten wir noch so ein bisschen Zeit, bevor ich dann zum Flieger musste. Wir waren irgendwie zu früh da. Es war irgendwie so ganz cool, weil wir haben uns so Präsentationen gezeigt. Also ich habe ihm die Präsentation von unserem Cola-Mix gezeigt, die Design-Präsentation. Er hat mir eine Präsentation von einem Design von sich gezeigt. Irgendwie so eine Art Rasenmäh-Adapter, den man an einen Traktor dranhängen kann. Und dann habe ich ihm wieder eine Präsentation gezeigt. So ein Thermomix fürs Feld. Genau, habe ich ihm wieder eine Präsentation gezeigt, die ich unseren Mitarbeitern mal gezeigt habe, wie unsere Firma aufgebaut ist. Und jede dieser Präsentationen würde... wenn man sie anderen Leuten oder haben bei der beim Zeitpunkt, wo die quasi ursprünglich präsentiert wurden, eine Stunde gedauert. Und wir haben die uns jeweils in 5 Minuten gezeigt. Also einfach so das. Und der immer so, ja, check schon. I'm, let's say, using all this creative stuff that we were talking before, definitely to, like, this is gonna sound cheesy, but it's meditation, I guess. The revelation is that don't be afraid of anything in life, because either you're alive or you're not. So don't worry about the things in between, I guess. That was my revelation. Maybe it's cheesy, maybe it's too simple, but I don't know. Würdest du sagen, ihr wärt immer noch beste Freunde, wenn ihr beide in derselben Stadt leben würdet? Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben so dieses nonverbale Verständnis. Also wenn wir dieses Brüderliche. Wir müssen einfach im selben Raum sein. Alles andere, also wir labern auch gar nicht so viel. Und das habe ich. Das finde ich ja immer sehr erstaunlich. Du verbringst dann irgendwie 4 Tage mit einer Person. Ich frage dann so, und hat der eine Freundin? Du so, keine Ahnung. Über was habt ihr geredet? It might be a difficult question, but do you think it's like harder for you or for the people surrounding you? This is definitely for the people surrounding me. Okay. I know that. Yeah. But you are actually quite lucky that you have like a really, really nice family. Like this is like the only thing that would make me cry. Yeah. Also when I'm like, when I was speaking to the doctors in the hospital and they were like, but do you have somebody that's going to take care of you? And I was like, yeah, I mean, this gets like really here because I have a wonderful wife, wonderful parents, brothers,
Friends. Sag mal, Doman, how are you? Doman, how are you? Also was auf jeden Fall interessant war, war, dass danach, nach der Reise, diese ganzen Emotionen erst gekommen sind. Also ich habe quasi die Reise gemacht. Wir haben uns dann auch verabschiedet, umarmt und so weiter. Das war dann voll blöd, weil ich bin dann zum Gate gelaufen und dachte mir so, scheiße, ich habe ihm gar nicht gesagt, dass ich ihn liebe. So. Mhm. Und ich habe es ihm dann noch geschrieben, also wir haben dann noch gechattet. Ich habe gesagt, ja, ich liebe dich und so und du bist wie ein Bruder und ohne dich wäre ich vielleicht nie Künstler geworden und so. Und ja, was war die Frage nochmal?